Heute. Jan ist am Siedepunkt der Gefühle und schreckt nicht davor zurück, die Schlafrhythmen und Gewohnheiten der anderen Buben zu affrontieren. Dann einfach ihr habt jetzt keinen Bock mehr und dann machen wir nicht mehr weiter. Nein, ich hab doch gesagt, dass ich jetzt schon müde bin wie Sau. Ach Tom, du sitzt doch, ich seh dich doch jetzt schon um 4 wieder hier sitzen. Red doch mal nicht. Ja, gut, das ist allerdings ein Punkt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in dieser Folge ReWorld. Ich freue mich auf Fidget Spinner, der Film. Oh ja. Oh, der wird Hammer. Wer wird Schauspieler? Wer wird die Main-Rolle? Das ist so ein Seth Rogen-Film. Ins Wasser, Martin. Was? Ins Wasser. Ach, da drüben. Ah. Das ist so ein Seth Rogen-Film, glaube ich. Oh Gott, das schaffe ich doch jetzt nicht. Du musst... Ich fühl mich gerade so ein bisschen wie bei Getting Over It. Wie, warum immer hier? Ja, mir geht's genauso, Darius. Mir geht's genauso. Ich hasse das, Alter. Läuft dir die falsche Richtung? Wie du das drin lachst? Das sah grad mega süß aus. Meine kleinen Buben. Oh nein! Meine kleinen, es ist alles schlimm. Nix ist gut, was hier passiert. Hast es? Hast du meiner die Geige da richtig stimmen? Seid ihr süß? Der spielt doch auf einer Säge, oder? Seid ihr süßies? Oh, jetzt. Ah! Oh, seid ihr süß? Ey, oh. Wie schafft ihr das? Es gibt kein. Gibt. Ja, was ist denn dein Approach? Läufst du drüber oder springst du? Hä, natürlich musst du springen. Du musst sprinten und dann einfach springen. Musst du nicht, du kannst auch drüber laufen. Nein! Doch, kannst du, probier's aus, das geht. Aber doch kannst keine Scheiße. Probier's doch aus! So geht's. Ja! Das geht nicht. So geht's mir immer, wenn du ja, instant Nein sagst, Darius. Hä, aber spring doch einfach, ist doch nicht so schwierig. Ach so! Ist nicht so schwierig! Ey, ich bin jetzt im Jump'n'Run-Game, seit ich dieses behinderte Fick-Spiel zum ersten Mal installiert hab. Sag mir nix von Jump'n'Run, ey. Sonst gibt's hier gleich aufs Maul. Ach, wusstest du das aber nicht? Jan, das mit dem Springen funktioniert nicht. Ich hab einen Doktor gemacht in Jump'n'Run. Sehr gut. So, ich bin drüber gesprungen. Ja, gib doch. Und den hab ich verkackt. In welchem Moment muss man springen? Kurz ja, schon so im letzten. Ja. Ja, sorry. Du springst jetzt lieber weiter, bevor mir die linke Maustaste ausrutscht. So, so nehme ich. Nein, zu früh. Oh, Alter, ich bin kurz davor, danke, einfach hochzufliegen wieder. Ja, mal fertig werden. Ich verbringe jetzt hier noch 5 Minuten, wenn es da nichts wird, dann fliege ich hoch. In die Luft. Oh, wir schaffen das. Versager-Mindset. Wir schaffen das. Ist so, Darius, ne? Nee, ich bin da mit Darius. Du bist nicht Freund, TP, Jan. Richtig, Verlierer-Mindset. Alles keine Macher. Nein! Mann, Tom, du gehst nicht ins doch. Gym, ich merk das. Du checkst nicht deine Börse. Du musst hier auf Wasser. Ja, schön. Ich bin gesprungen, wert ist aber. Oh, so verdient, Alter. Boah. Das ist aber auch ein Ficksprung da oben ins Wasser rein, oder? Ja, vor allem ich drück Spring, aber spring nicht. Ja. Weil die Stufen. Ist geil, oder? Die Stufen töten dich hier an der Stelle. Peter Stufe. Peter Stufe, der Hurensohn. Wie wir hier wieder zu dritt laufen. Ich ist halt so süß. Soll ich den Sprung leichter machen für euch? Boah, Alter, willst du mich jetzt komplett verarschen, oder was? Soll ich es leichter machen für euch? Nee, ich will das schaffen. Okay. Ich schaff's ja auch. Ich hab's ja schon geschafft vorhin. Ich mache euch hier ein Smiley. Oh nee, oh, das schiebt mich doch hier runter. Sorry, Martin. Ich habe euch hier ein Smiley hingemacht. Sorry, Mann. Guck mal. Mm. Das ist ja lieb. Kannst den Arsch schieben. Oh, Mann. Oh nee, oh nee. Was mach ich denn? Oh, okay, gut, alles gut. Alles. Das sind die
besten Parts. Oh, das gemacht. Ja, war bei den alten Hitsmeet-Folgen auch nicht anders. Das ist immer unser Argument jetzt für alles. Ja, ich weiß auch nicht. So. Oh, Digga, der muss da jetzt einfach nur springen, Digga. Soll ich mir jetzt ein Gespräch lassen? Try not to mention alte Hitsmeet-Folgen. Von wo springe ich denn? Von hier? Pass auf. Ich bin so gesprungen, von dem Grün weg, aber. Dann schaffst du es gerade so. Ey, ich krieg das große Kotzen mit diesen vier Stück. Nicht nur das kleine. Tja, vier Sprünge und glaubst du, ich würde die vier nacheinander hinkriegen? Nicht nur das kleine. Nee, da wird auch nicht das mittlere, da wird gleich das große genommen. Ja. Ich könnte mir jetzt schon ein Gespräch aus dem Pimmel ziehen, aber es ist dann auch nicht authentisch. Es ist einfach. Wo muss ich hin? Hier ran? Also. Seid ihr alle schon oben und ich eier noch unten rum, oder? Oh nee. Alles mal, Tom ist auch erst frisch und Tom muss jetzt erst noch einen Wassersprung machen. Warte, ich kann's. Ja! Du musst jetzt. Du darfst nicht hier wegspringen von den Stairs. Du musst hier wegspringen. Von dem oberen Block. Du musst dann hier landen. Und dann machst du praktisch so. Sauber. Schönes Ding. Danke. Rest schaffst du. Warte, Tom, ich helf dir wirklich. Ich helf dir. Nein, ich helf dir wirklich. Also wenn du dann oben bist. Hä? Ja, wenn du dann da bist. Damit du weißt, wo du lang musst, stopp. So, weißt du, wo du lang musst. Da ist schon wieder ein Papagei, warum ist da ein Papagei? Ja! Kannst du... Ja, Martin! Okay. Ich war ja hier schon vorhin. Kuss! Meine Hilfe wird hier getreten. Das ist aber fürchterlich. Mit Füßen. Puh, so, oh, das war knapp, Tom. Da wärst du fast nochmal nach ganz unten gerauscht. Ich hab den Heller ausgemacht. Dann hätt's ein alte 4 gegeben. Ich will nicht. So, warte, nicht brief dich dann auch nochmal kurz. Ja, bitte. Du darfst nicht von der Treppe wegspringen, du musst von diesem Prismarine-Block... Von hier, oder? Von hier einfach. Ja, warte. Du kannst auch... Alter! Warte. Darius, ist das jetzt... Vielleicht zwingt's was, wenn du hier oben bist, weil du bist ja noch eins höher. Hab ich mir ausprobiert? Nee. Soll ich's nicht ausprobieren? Danke. Nee, es bringt nichts. Du musst von unten wegspringen. Ja, warte. Oh Jesus, ich dachte, das ist so gut. Ja, ich auch. Nein! Tom, was ist da? Was mal? Das war legit der Letzte! Wo ist Tom? Tom ist hier runtergefallen! Oh, Tom! Das war der Letzte! Ich hatte den Wiggle-Effekt. Oh nein. Ah, den Wiggle. Oh nee. Wo geht's denn hier weiter? Hier. Gott, ist das hier der nächste Sprung? Ich denke, ja. Der hier. Der hier? Nee, du kannst auch den hier auch. Viel einfacher, oder? Ja. Atom. Das war unglücklich. Letzter Spruch. Ja! Ich bin so glücklich. Oh Gott. Oh Gott, Alter, mir schwitzen meine Hände. Ist alles schlimm. Ist ja, alles schlimm. Oh, es kommen aber noch richtig viele Stages, ne? Nee. Wir haben es bald. Nee, fast durch. Ja, das ist. Wir sind hier wirklich es fast durch. Es kommen noch vier. Wir sind also fast durch demnach. Jungs, wir schaffen das. Vier Stages. Piss dir mal nicht ins Bein. Hey. Das ist voll nicht nett. Was ist jetzt, Darius? Darf ich aber mal kurz nachfragen? Ist das denn das Gewinner-Mindset, von dem du mal sprichst? Was? Oh, vier Stages. Oh, ja. Egal. Oh, da gebe ich lieber auf, glaube ich. Da werfe ich meinen Hut in den Ring oder wie auch immer. Oder sonst was. Let's go, wir gehen weiter. So, also die Scheiße jetzt endlich fertig machen, ey. Oh wow, ja, dann können wir auch ausmachen, Digga. Wenn der Enthusiasmus da ist, dann brauchen wir auch keine Real-Folge aufnehmen. Oh, warum machen wir nicht einfach wann anders weiter, frage ich mich. Warum? Das frage ich mich auch. Ah, das ist eine Option. Ja, natürlich ist das eine Option! Warum soll das keine Option sein? Hä? Ah. What the fuck? Was ich dachte, ihr wollt ausmachen und dann einfach gut sein lassen.
Warum ist das denn... Hä? Nein, wir wollen einfach aufhören, wann anders hier weitermachen. Ja, warum sagt ihr das denn nicht? Hey, was viel viel Kommunikation und so. Alter, wir hätten legit schon vor einer halben Stunde aufhören können. Oh, fucking hell. Okay. Ja, lass ein Like da. Boah, Alter. Ist das Digga, wie kann man denn... Ja. Nicht was dachtest du denn, was passiert? Weißt du, dass die Welt kaputt geht, wenn wir hier liefen, oder? Nee, dass sie dann einfach hier sitzen. Red doch mal nicht. Ja, gut, das ist allerdings ein Punkt. Du hast grad, für dich, du hast gerade deine Mittagsmüdigkeit. Du musst jetzt ein Mittagsschläfchen machen und dann bis 4 wieder durch. Für dich ist gerade Mittag für deine innere Uhr. So. So. Das war mal unterstreichen hier. So. Oh, jetzt hier ein Glas ab. Welchen Gewinner und Macher meinst du? Da hatten wir ja richtig Spaß am Jubiläum hier, merke ich gerade. Gott sei Dank. Mega gute Idee, haben wir ja richtig Spaß gehabt. War ja eine richtige Fete. Ja, also. Ich meine, zumindest die ersten 5 Folgen waren super. Ja, eben. Ja, war ja eine richtige Fete. Aber dann hat Martin ja mit den Katzen angefangen. Ja, genau. Mega. Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. So, so. Wir haben uns vom Tilt entfernt, geht es jetzt wieder rein in die Springerei. Und wir schauen, ob wir hier nicht irgendwie rauskommen. Ja, wir kommen bald wieder zurück in unsere Welt. Safe. Genau so ist es. Ich weiß nicht, wo lang. Du musst tauchen. Tauchen? Du musst tauchen. Ach, ich muss tauchen. Ach so. Ja, du Haubentaucher. Weißt du, wolltest du was erzählen? Nee. Okay. Doch. Doch. Die GTA-Arzten sind ja richtig verzweifelt, weil es gab ja jetzt beim 10-jährigen GTA 5 Jubiläum gab es ja nichts. Also wirklich gar nichts. Okay. Und jetzt lesen die die GTA-Atzen so geheime Botschaften in den GTA 5-Covern. Jetzt haben die so, jetzt zoomen die so auf Strommasten, die so im Hintergrund sind und sagen so, ja, guck mal, das ist so ein bisschen angeordnet wie ein V und ein I, das könnte für 6 stehen. Und da ist ja im Hintergrund noch ein Flugzeug, was in die Richtung von dem Strommast fliegt. Das heißt wohl, GTA 6 ist auf dem Weg. So, hä? Bro, chill mal. Jetzt werden sie verrückt, Alter. Genau. Hör mal, liege ich falsch oder ist die Map hier kaputt? Ich weiß nicht, wo geht's denn hier weiter? Hier ist ein Command-Block. Ich glaube, die Map ist kaputt. Bist du darauf gekommen? Weil Command-Blocks funktionieren nicht. Command-Blocks funktionieren nicht? Nee. Doch, oder? Nee. Aber es hat ja die ganze Zeit funktioniert. Ja, wir können ja ein bisschen cheaten. Also, wenn wir müssen, weil es sonst nicht weitergeht, dann hilft nichts. Naja, du kannst. Wie bist du da hochgekommen, Jan? Da wirst du die Elytra benutzen. Oh. Was? Oh. Okay. Elytrin. Und dann da unten, ne? Habe ich was kaputt gemacht, links neben dem Haus, weil da funktioniert auch nicht. Ah, das hier geht wieder, ja. Jo. Alter, warum musst du denn. Da, fettes Kind, ey, weg. Hau ab. Ja, das meiste funktioniert, ja. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wieso wir nicht zum 10. Jubiläum nicht einfach einen Trailer für GTA 6 bekommen haben. Verstehe ich auch nicht. Und wenn es nur so ein 10 Minuten, so 10 wie Minuten? Elder Scrolls 6 quasi. Boah. 6. Aber ist 6 so, Alter, hat auch genau, zu fragen, was gibt's? Aber ich habe ja lustig, ich weiß nicht, mit wem ich drüber geredet habe, aber ich habe ja eine lustige Prämisse aufgestellt zu GTA 6. Mhm. Haben wir uns GTA 6 verdient? Was? Ich meine, ja, pass mal auf. Ich meine, wir waren ja, also wir als Gesellschaft, wir als Menschen waren ja schon frech. Ich meine, wir haben ja das Kram schon geleakt, weißt du? Also artig waren wir nicht, wir haben es nicht verdient eigentlich. Ja, das stimmt. Oder? Also. Ja, aber also. Streng genommen. Zu sagen, dass das ein Wir-Ding ist, ist jetzt auch. Ja, wir GTA-Spieler in dem Sinne. Ja. Oh shit. Oh. Ich raub eine Bank aus und sag praktisch. Ja, da haben wir als Gesellschaft versagt. Ja,
genau. So, wie bist du jetzt da rüber gesprintet? Hä? Mit den Honigblöcken? Ja, schon, aber... Die kleben. Oh Gott, okay, das war knapp. Nee, ich hab's gerade schon mal probiert, ich dachte... Okay.